Hallo und herzlich willkommen in der ersten Folge im neuen Jahr. Hallöle, da bin ich wieder. Oh, ich muss ein bisschen nach hinten. Man sieht, ich bin nicht zu Hause. Das heißt, ich habe mir jetzt sehr provisorisch hier was zusammengebastelt, damit das hier funktioniert mit uns, ne? Ich habe Dinge vorbereitet. Nein, es ist jetzt gerade der 27. Dezember. Und ich habe die letzten Tage mir sehr viele Gedanken gemacht und sehr viele Sachen vorbereitet. Und zwar geht es um Patreon. Das Jahr über war Patreon bei mir sehr videolastig. Also das Schreibgestöber kam sehr regelmäßig, außer jetzt zu diesen Umzugszeiten und ähnliches. Und darüber hinaus war aber sonst nicht ganz so viel. Und das fand ich sehr schade und das würde ich an und für sich auch gerne ändern, weswegen ich mir ein paar Gedanken gemacht habe. Ich habe Patreon umgestellt. Einfach aufgrund mehrerer Faktoren. Ein Punkt davon ist unter anderem die Post, die ihre Preise mal wieder erhöht. Und man halt, wenn man wirtschaftlich denkt, auch da entsprechend reagieren muss. Aber das ist jetzt das, was ich euch erstmal vorstellen möchte, und zwar Patreon. Ich wundere, der Ton wird jetzt ein bisschen anders sein. Ich hänge jetzt gleich ein anderes Mikro dran. Also, los geht's. So, und jetzt möchte ich euch einfach mal die Stufen vorstellen, wie sie aktuell sind. Das sind die aktuellen Level. Ich möchte demnächst noch neue Bilder hier machen, aber das dauert noch einen Moment. Die möchte ich nämlich noch Möglichkeit selber machen, da es günstiger ist. So, dann fangen wir mal an. Hier haben wir 2,50 Euro, eine virtuelle Umarmung, die Patreon-Rolle auf dem Discord, die den Patreon-Bereich umfasst. Dann pinge ich euch immer an, wenn beispielsweise ein neues Schreibgestöber online ist. Das Schreibgestöber natürlich alle 14 Tage im Vorfeld. Dein Name in den Credits. Ich möchte jetzt hier im Schreibgestöber gucken, dass ich da die Credits reinkriege. Mit einer Formelarbeit, aber das würde mir echt ein Anliegen sein. Und natürlich mein Dank. Dann habe ich so das Just Support Level hinzugefügt. Und das erste ist für 3 Euro Just a Coffee. Und das sind halt einfach Level, wo ihr mich supporten könnt, wo ihr aber keine Benefits für kriegt, weil ich halt auch schon häufiger mitbekommen habe und es auch um mich herangetragen wurde, dass Leute gerne supporten möchten, sie aber gar kein Interesse daran haben, das irgendwas zu bekommen, sondern einfach nur supporten möchten und auch dieses Pingen von Patreon ihnen ziemlich aufs Hirn geht. Deswegen ich diese Just Support Level eingebaut habe, und zwar insgesamt 4 Stück. Da kommen wir gleich noch hin. Und das sind halt einfach Support Level, wo ihr dann nichts erhaltet, weil ihr das halt nicht möchtet in dem Fall. Kommen wir zum Flockenwirbel. Ich bin mir mit dem Namen aktuell unschlüssig. Das kann sein, dass diese sich demnächst noch ändert, aber der Preis bleibt halt der gleichen. Das enthält natürlich immer das, was im vorherigen schon passiert ist, in dem Fall die Schneeflocke. Du hast Einfluss auf meine Geschichte. Du hast die Chance, Nebencharaktere, Orte, Flüsse und Berge zu taufen, wenn eine Anfrage gerade offen ist. Ich mache mir gerade Gedanken über mehrere Anfragen, die ich das Jahr stellen möchte, zu meinen 3 Hauptprojekten, die ich habe, sodass ihr auch wirklich gute Abstimmmöglichkeiten habt. Und ich möchte gerne einmal im Jahr euch eine selbstgemachte Postkarte zukommen lassen. Und das wird dann Ende des Jahres passieren. Und zwar eine schöne Weihnachtskarte, die ich dann selbst gestalten werde mit Aquarell. Ja, Just Support 2, das ist im Prinzip das gleiche wie 1, nur halt für 5 Euro. Und dann geht's los mit dem Flockentanz. Und zwar enthält das natürlich die Schneeflocke und den Flockenwirbel. Ein kleines Willkommensgeschenk, was ihr von mir zugeschickt kriegt. Ihr kriegt auch, wenn ihr dieses Level aktiviert, einen kleinen Fragenkatalog, den ihr einmal ausfüllen müsstet und mir zukommen lassen müsstet. Ihr bekommt vorab Informationen von dem aktuellen Projekt. In dem Fall wären das 3 Stück. Je nachdem, für welches Projekt ich gerade euch Informationen zukommen lassen möchte. Und Kurzgeschichten kapitelweise in der Rohfassung bzw. in einer überarbeiteten Fassung. Ich hatte jetzt in den letzten 2 Jahren einige Kurzgeschichten geschrieben. Diese hatten halt auch immer mehrere Kapitel, weil die halt schon ein bisschen mächtig waren. Und diese möchte ich euch jetzt kapitelweise einfach geben zum Lesen, damit ihr ein bisschen was zum, ja, Fröhliches vor euch hinlesen habt. Ich hoffe, euch gefällt das soweit. Ich habe von der ersten Kurzgeschichte schon die ersten 5 Kapitel eingestellt. Die gehen jetzt bis Ende Mai. Und alles Weitere folgt jetzt nach und nach noch. Dann natürlich Just Support 3. Für 10 Euro das Ganze nochmal. Also für den 10er für den Monat. Und dann haben wir Schneefall. Das ist dann entsprechend das für 15 Euro, enthält natürlich die Schneeflocke, den Flockenwirbel und den Flockentanz. Ihr könnt verworfene Szenen und Textschnipsel lesen, wenn vorhanden. Ich bin gerade dabei, bei meinen Projekten, die ich ja anstrebe, euch zu kommen zu lassen, passende Schnipsel
und auch verworfene Szenen schon mal raus zu kopieren und zu suchen, um diese dann schon mal einpflegen zu können. Und von meinem neuesten Buch bekommt ihr dann, wenn ihr den zweiten Monat dabei seid, das E-Book gratis dazu. Ist dann halt im Preis mit inbegriffen. Da auch da gibt es einen Just Support. Und zwar auch dann für die 15 Euro. Habe ich schon ein paar erklärt. Darum geht es, dass es halt nur der Support ist. Und zu guter Letzt das Schneegestöber für 25 Euro. Das enthält natürlich die Schneeflocke, den Flockenwirbel, den Flockentanz und den Schneefall. Ein Printbuch des aktuellen Werkes ab dem zweiten Monat. Das wäre halt in meinem Fall jetzt der Geheimbund der Hexen, Dunkles Erwachen. Und du bekommst auf meinem Twitch, wenn du da dich meldest, einmal das VIP-Icon. Und ja, genau. Das sind die aktuellen Level. Wie gesagt, die Emotes werden noch ausgetauscht. Und ich hoffe, es gefällt euch soweit. Ich finde es sehr, sehr spannend und bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier mal vorbeischaut. Würde mir auf jeden Fall viel helfen. Und ja, dann schalten wir mal wieder rüber. So, das sind jetzt die neuen Level und ich habe einen riesigen Plan gemacht, was, wie, wo und überhaupt ich alles brauche, damit ich nach Möglichkeit natürlich vorarbeiten kann. Viele, viele Sachen kann man einfach gut vorarbeiten und gerade so Textschnipsel und so kann man super raussuchen, sortieren und schon mal einordnen und schon mal auch hinterlegen, was das Ganze natürlich super einfach macht. Und da setze ich mich jetzt gerade dran, da möchte ich dran festhalten. Und möchte so viel vorbereiten, wie es geht. Ich habe auch schon einige Beiträge vorbereitet für die ersten 2 bis 5 Monate, je nach Level. Und da sitze ich halt aktuell dran. Und das habe ich auch die letzten Tage gemacht. Also über die Feiertage hinweg habe ich jeden Morgen ein paar Stunden daran überlegt, geplant, sortiert, wie ich das am besten machen kann, um ein bestmögliches Ergebnis daraus zu kriegen. Das ist jetzt das Ergebnis, wo ich hoffe, dass ich das in meiner aktuellen Situation hinkriege. Weil das Problem bei Patreon ist ja halt auch einfach, dass man was anbietet und man hat halt auch manchmal, gerade in meinem Fall, das Problem, dass sich einfach Lebenssituationen ändern und dann passen diese Wünsche, die man da gerne den Leuten anbieten möchte, nicht hundertprozentig zu dem, was geht. Und da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht und dementsprechend eine sehr große Liste erstellt die letzten Tage und mein Zettelchen natürlich, damit ich das nicht vergesse. Also, es würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Das ist so das Große, was jetzt 2024 auf jeden Fall, um euch mehr zu bieten, ansteht. Und natürlich habe ich auch 3 Big Points auf meiner Liste, die ich auch in meinem in meiner Silvestertradition auch aufgeschrieben habe. Das Video findet ihr einfach mal hier oben verlinkt. Ist eine schöne kleine Tradition, mache ich immer zum Ende des Jahres, indem ich einen Brief an mich selbst schreibe. Und für mich wichtig in diesem Jahr ist unter anderem, gerade was das Schreiben angeht, dass ich den Geheimbund der Hexenmann 2 so weit fertig kriege, dass ich euch sagen kann, wann das Datum ist. Ich habe wieder einen Wunschtermin im Kopf. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Ich sage es aber auch ganz ehrlich, das war ja auch das, was ich das letzte Mal schon gesagt habe. Ich habe einen Wunschtermin im Kopf und dann gucken wir mal. Das ist, glaube ich, die beste Sache. Ich tease an, ich habe einen Termin und wir gucken dann mal, ob das so funktioniert, ne? Ansonsten möchte ich gerne halt ein Projekt, gerne ein zusätzliches Projekt abschließen. Ich habe mir mittlerweile auch 2 rausgesucht. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen einfach, als es mir nicht so gut ging, so ein paar Projekte noch geplant und geplottet und noch ein paar Ideen niedergeschrieben. Und ich habe da jetzt 2 Projekte, die halt auch schon angefangen sind, wo schon teilweise das ganze Buch geschrieben ist. Diese möchte ich einfach gerne ausarbeiten, überarbeiten und dann einfach fertig machen, damit ich sie an Agenturen und Verlage schicken kann. Zumindest teilweise. Das ist so meine Idee. Ich möchte gerne in diesem Jahr ein weiteres Projekt so weit spruchreif kriegen, dass es bei den Testlesenden war und bis dann wieder zurück ist und damit ich es überarbeiten kann. Also ihr merkt schon, ich habe die letzten Tage viel überlegt, viel hin und her, Denkarbeit, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, viel Planung auch für Instagram gemacht und alles. Und ja, das ist halt diese Büroarbeit, die halt auch irgendwie dazu gehört, die aber halt logischerweise videotechnisch gar nicht mal so spannend ist. Also wenn ich morgens aufstehe, Käffchen mache und mich dann da hinsetze und mit Zettel und Stift auf meiner Kladde hier so ein bisschen rumbastel,
Das ist jetzt nicht so spannend, mal davon abgesehen, dass ich euch das ja noch nicht zeigen darf, weil das sind ja Sachen, bei denen soll eine Überraschung für euch sein. Ja, auf jeden Fall, das ist das, was ich die letzten Tage gemacht habe. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob euch das so gefällt. Und würde einfach sagen, es ist der 27. Wir haben noch 4 Tage. Aber ich beende diesen Take hier jetzt schon mal. Falls wir uns nicht mehr sehen, hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr reingerutscht seid. Natürlich, frohes Neues und so, hey. Ansonsten sehen wir uns vielleicht noch in einem zweiten Take. Würde mich sehr freuen. Und ich mache jetzt hier einfach nochmal eine Runde weiter und plane und organisiere und mache meine Büroarbeit. Ja, 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 Büroarbeit. Also, bis dann. Hallo ihr da draußen. Ich wollte eigentlich gerne noch eine kleine Abmod machen und wie ihr seht, ist das jetzt der 3.1. geworden, weil ich es am 1.1. vollkommen verpennt habe und ich gestern wieder einen krassen allergischen Schub hatte und echt beschissen, also mir ging es halt gestern echt nicht gut. Also kommt sie jetzt, die Abmoderation. Ich wollte euch nämlich noch was sagen. Ich hatte ja gesagt, ich bin bei Patreon gerade zugange. Ich habe mittlerweile bei Patreon fast alles für das Jahr vorgeplant. Das sind halt noch Sachen, die ich aktiv machen muss, jeden Monat, sind da halt immer noch mit bei. Aber bei den Dingen, bei denen ich es vorplanen konnte, weil ich den Content einfach schon zur Verfügung hatte, habe ich alles eingeplant. Fast alles. Ich muss noch ein paar Kurzgeschichten fertig machen, überarbeiten. Da sind aber die anderen Sachen gerade bis Mai drin. Und ansonsten gibt es jetzt, ich sage es jetzt einfach mal, Rezepte ab 5 Euro. Da möchte ich nämlich gerne die Rezepte aus dem Geheimbund der Hexen nachkochen und euch dort dann präsentieren. Und ich werde für 2,50 die Reihe, nenne ich jetzt meinen Weg als Autorin, weiterführen und euch da so ein bisschen tagebuchtechnisch mit auf den Weg nehmen. Und alles Weitere, was mir doch in den Sinn kommt, kommt dann halt einfach als Bonus obendrauf. So. Aber ich habe die Basis stehen für Content von 2,50 bis 15 Euro. Weil für 25 Euro die Stufe, das ist ja in Anführungszeichen das Printbuch und der VIP-Slot bei Twitch. Da kann ich nichts vorbereiten. Das muss einfach passieren. Ja, das war's auf jeden Fall. Krasser Scheiß. Und ich habe endlich mit der Überarbeitung von Band 2 angefangen. Ich hatte das ja fertig geschrieben, wollte dann ja anfangen mit der Bearbeitung. Da sind ja garstige Dinge passiert, dass ich nicht überarbeiten konnte. Und nachdem ich den ganzen Patreon-Content fertig hatte, hatte ich so eine innere Ruhe, dass ich mich endlich wieder in mein Manuskript setzen konnte und das Ganze überarbeiten konnte. Und es tat so gut. Ich habe so ein Drittel jetzt durch. Jetzt habe ich auch heute meinen ersten Arbeitstag wieder gehabt. Und ich bin nur noch bis Sonntag hier. Ich fahre am Sonntagnachmittag wieder nach Hause. Also muss ich mal gucken, ob ich die Woche noch dazu komme, da weiter mit der Überarbeitung zu machen. Es wäre mir natürlich ein großes Anliegen, aber ich kann halt gerade nichts versprechen, weil der Kuchenjob geht jetzt wieder los. Heute war ein relativ entspannter Einstieg, aber die Krankenquote und die Urlaubsquote ist bei uns noch gerade sehr, sehr hoch. Deswegen könnte es sein, dass es die nächsten 2 Tage ein bisschen stressiger wird. Mal schauen. Ja, das wollte ich auf jeden Fall euch noch mitteilen. Ich wollte das nicht gerne, also ich wollte es gestern ja beenden, aber ich sah halt echt aus wie Kraut und Rüben. Margot ist dann extra noch zur Apotheke gewetzt, um mir neue Allergietabletten zu holen, weil meine waren alle und ich hatte gehofft, dass ich mit dem Nasenspray alleine zurechtkommen könnte. Nein, tue ich nicht. Hab gestern eine Tablette genommen, habe heute eine Tablette bekommen. Ich kann wieder atmen, ohne dass mir die ganze Nase wegrennt. Ich bin sehr erleichtert. Ja, das war's auf jeden Fall. Und ich schneide jetzt das Video, ich packe es direkt online für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Tag. Ich freue mich sehr auf den nächsten, aufs nächste Schreibgestöber. Hoffe, dass ich da mit dem Schreiben, Überarbeiten ein bisschen weiter bin. Und wie gesagt, guckt gerne bei Patreon vorbei. Es lohnt sich dieses Jahr umso mehr, da mal vorbeizuschauen. Bis dahin, tschüss.